stellt. Ich habe keine Ahnung, was die nächste Arena für einen Typen hat. Aber es wird bestimmt lustig werden. Ja, meine ganzen Pokémon sind gut erholt. Hallo, mein Name ist Petra Fakt. Ich erforsche Fossilien. Petra Fakt. Aus irgendeinem Grund bestehen die Fossilien, die man in Galar findet, entweder nur aus einem Oberkörper oder einem Unterkörper. Oh. Man kann diese beliebig zusammensetzen und in Pokémon zurückverwandeln. Niemand weiß, warum das möglich ist. Okay. Alles klar. Vielleicht erfahren wir durch sie mehr darüber, wie Fusionen von Pokémon funktionieren. Alles klar. Wenn du das sagst, gute Frau, glaube ich dir das. Build your Pokémon. Ja. Dann wird es jetzt. Warte, halt, nein. Ich möchte mal gucken, ob ich hier noch irgendwas habe. Da war noch ein Item. Was? Paddelfossil? Zwei Stück habe ich bekommen. Teilstück des Fossils eines urzeitlichen Pokémons. Das sind wie es zu lebst sein außer ist ein Rätsel. Kann ich das jetzt irgendwie. Hä? Ja, na, du? Oh, was passiert? Turnierleiter! Vielen Dank für den Follow. Grüße dich. Ja. Ach nee, da ist noch ein Item. Das möchte ich noch haben. Das hole ich mir auch noch. Dann muss ich noch mich ein bisschen rechts halten und dann sollte es da weitergehen. Hier einmal nach unten. Wahrscheinlich gleich überrascht werden von irgendeinem wilden Pokémon. Komm ich am Emolga? Ne, das ist nicht Emolga, aber auf jeden Fall. Plumpen Lichtlehm. Ein Item zum Tragen verlängert die Dauer von Lichtschild, Reflektor etc. Okay. Iguana. Genau, danke. Irgendwas mit E wusste ich. Ein wilder Trainer erscheint. Der. Alter, wie schaust denn du aus? Pokémon-Kämpfe sind Kunst, wenn man mit ganzer Kraft gegeneinander antritt. Marvin! Alter, what the fuck? Smogon. Der schaut aus wie ich mit langen Haaren. Reaktionsgas hat sich in der Umgebung ausgebreitet. Ich hab Angst, da jetzt Flammenrad zu nutzen. Ich mach mal Flammenrad. Flop! Finale! Du Bastard. Der ist halt wahnsinnig! Der Reaktionsgas hat. Ja. Toxler hat Level 30. Mogelbaum wird als nächstes. Ah, da kann ich ihn schlecht einsetzen. Gegen Mogelbaum geht halt nicht, ne? Kotomi. Der sieht so crazy aus. So crazy! Mogelbaum. Mogel. Grasmixer. Mogelbaum. Und noch einmal Grasmixer. Ich habe mir heute ein paar YouTube-Videos von dir angeschaut. Echt toller Content. Weiter so. Vielen Dank. Freut mich. Freut mich sehr, wenn dir das wirklich taugt. Wobei, auf YouTube bin ich halt tatsächlich jetzt aktuell nicht mehr so aktiv. Ich mache halt jetzt Pokémon Schwert und Schild ein bisschen, aber das meiste geht hier auf Twitch ab. Eure Attacken waren wunderschön. Ach, sie haben mich völlig verzaubert. Jetzt sieht er so ein bisschen geistig leer aus. Ich denke, der ist auch ein bisschen geistig leer. Jetzt sieht er aus wie ich, mit langen Haaren. Sehr gut, Asu.
Oh! Toxel entwickelt sich. Aus einem Baby wird ein Erwachsener. Hat es sich gerade an den Nippeln rumgespielt? Nein, es hat... Es hat sich da an diesen Dingen rum... Ja, aber an diesen Teilen. Die Dinger haben gewackelt. Als er die Luftgitarre gespielt hat. Willst du sagen, dass du sechs Nippel hast? Er hat sechs Nippel. Wie sehen deine Nippel aus, wenn das da für dich Nippel sind? Länglich. Das hat sich sehr gemacht. Riffex, okay. Riffex wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Punk-Pokémon? Punk-Pokémon. Typ Elektrogift hat also ist also geblieben, Hochform. Okay. Wenn es am Fortsatz an seiner Brust kratzt und dadurch Strom erzeugt, dann erklingt in der Umgebung ein Ton wie von einer Gitarre. Siehst du, er hat Luftgitarre gespielt. Ja, an den Fortsätzen seiner Brust. Ja. Was ist der Fortsatz meiner Brust? Der Nippel. Nein. Doch. Nein. Ich kenne es eher unter dem Begriff Brustwarze und nicht unter dem Begriff Fortsatz. Ich finde, deine Art zu sprechen und die Spiele zu zocken, ist echt angenehm zuzuschauen. Das ist cool. Das, wie gesagt, freut mich sehr. Wir machen jetzt nicht nur Pokémon, also wir machen auch noch viele andere Projekte. Wir haben eine Terranigma. Ja, geil, Funkensprung. Wir haben eine Terranigma-Analyse, die wir noch nebenbei machen. Normalerweise jeden Montag diese Woche ist ausgefallen. Er ist tatsächlich vom Angriff und Spezialangriff relativ gleich. Krass. Nein, ich meine jetzt, es macht keinen großen Unterschied zwischen dem physischen Angriff und dem speziellen Angriff. Das ist recht angenehm. Also wir spielen viele, viele verschiedene Spiele, zum Teil neu. Also ich bin immer mal wieder bei WoW immer drin, das ist so ein Quatsch-Stream, was wir machen, wo wir einfach nur miteinander labern und ein bisschen uns austauschen. Terranigma bin ich, also so alte Super Nintendo-Klassiker bin ich immer zu haben. Und Pokémon halt auch, ne? Also, vielen Dank, dass du, Turnierleiter, ein Abo geschenkt hast. Vielen, vielen Dank. Also, Wahnsinniger. Du bist echt ein Wahnsinniger. Allein der Weg zu dieser Stadt war schon ein Erlebnis für sich. Wie es wohl erst ist, die antike Stätte mit eigenen Augen zu sehen. Erstmal kurz ins Pokémon Center. Willkommen, danke und heilen. So, ich werde mir mal ein bisschen Heil-Items kaufen. So 10 Stück, ne? Sollte definitiv passen. Pokébälle habe ich jetzt keine wirklichen hergenommen. Ich brauche auch jetzt noch nicht alle Pokémon. Eigentlich sind meine Pokémon diejenigen, die hier oben ihre Übungen durchziehen. Ich tue nur so, als würde ich was machen. Achso, ihr redet. Redet ihr miteinander oder tut ihr nur so, als ob ihr reden würdet? Für sein Training in die Berge zu kommen, was für ein disziplinierter Schwarzgurt. Ich finde tatsächlich, das Einzige, was hier ein bisschen seltsam aussieht, ist, wie die Leute dort noch stehen. Sie sind alle so ein bisschen... Ich bin ziemlich breit gebaut und ich möchte euch zeigen, dass ich breit gebaut bin. Deswegen hebe ich meine Arme auch ein bisschen weg von meinem Körper. Das sieht halt ein bisschen unnatürlich aus, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Hey, ich habe so viel von den Dingern. Ich teile diesen Überfluss gerne mit dir. Vogelfossilien. Teilstücke von unseren Pokémon, das sind graue, so natürlich durch Lüfte flog, wie es so lebensam aussieht, ist ein Rätsel. Schwester Choi ist nicht breit gebaut. Wenn du hinter verschiedenen Fossilien her bist, dann solltest du die Naturzone zu forsten oder die Buddelbrüder dort um Hilfe bitten. Alles klar. Ja, okay, Schwester. Aber selbst... Mir ist es noch nie aufgefallen, was die... Was hat die dann bitte für Klamotten an? Die Wandmalerei in der antiken Stätte bringt uns endlich
etliche Touristen in die Stadt. Das machen wir, was? Das machen wir uns jetzt schon eine ganze Weile lang zunutze. Also, die antike Stadt hat mich vollkommen in ihren Bann gezogen. Woran das wohl liegt? Willkommen. Interesse an unserer einzigartigen Ware. Was ist denn das heutige Angebot? Heute habe ich was ganz Besonderes im Angebot. Ein Bannsticker. Oh, warum nicht? Nimm mal. Geil, danke. Atem zum Tragen, ein fieser, unheimlicher Sticker, der die Attacken von Typ Geist verstärkt. Morgiges Angebot. Wenn alles glatt läuft, habe ich als nächstes einen Drachen. Oh, Drachenzahn wäre halt auch geil, ne? Hey, willst du dein Taschengeld ein bisschen aufbessern? Wenn du mir im Laufe des Tages bringst, wonach ich suche, kaufe ich dir zum... Okay, was willst du denn? Eine Perle. Da müsste ich welche haben. Ja, oder habe ich nur Riesenperlen? Es kann sein, dass ich nur Riesenperlen habe. Okay. Was, mit dir geht es nicht? Alter, was? Achso. Ich dachte, das Ding ist auf seinem Kopf. Und er hat echt so... Hey, wo ist eigentlich dein Mund? Spielt ruhig mit Bronzong. Kannst du es wirklich regnen lassen, Bronzong? Ich will Bronzong als Hut tragen. Das ist ein Item. Nehmen. 2 Kapseln XSP Ank. Du willst auch einen Bronzong-Hut? Er ist ein bisschen schwer, glaube ich. Und echt, können halt Bronzongs nicht schweben. Warum kaufst du nicht einige Souvenirs der antiken Städte? Die sind ziemlich wertvoll, schließlich bekommt man sie nur hier. Hier gibt es wirklich ziemlich coole Sachen zu kaufen. Aber dann schleppe ich ja nur noch mehr Gepäck mit mir herum. Und hopp. Hi. Hey, Markus. Wegen eben nochmal, ich will wirklich nicht, dass die dir ins Ruf nur wegen mir Kratzer bekommt. Aber wie stelle ich das an? Ja, werd halt einfach besser. Hallo, hopp. Freude herrscht. Jetzt komm, ist doch wahr. Das ist mit Abstand der nervigste Charakter in diesem ganzen Spiel. Also mit wirklich, ja, da ist mir ja dieser komische, diese Tuffy da noch besser. Ich habe keinen blassen Schimmer. Bis ich eine Antwort auf diese Frage finde, bleibt mir nichts anderes übrig, als stärker zu werden. Ja, das ist das, was ich dir gesagt habe. Dafür gibt es viele verschiedene Methoden. Wie wäre es, wenn wir gegeneinander kämpfen, damit ich ein paar davon ausprobieren kann? Alles klar. Du bist mein Rivale. Ein Kampf gegen dich hilft mir vielleicht auf die Sprünge. Komm, los geht's. Ja, in Sun and Moon war Tali lästiger. Da hast du recht. Wobei, auch nicht sehr viel. Ganz ehrlich, nicht wirklich. Aber ich sage ja auch, Hopp ist in diesem Spiel der absolut nervigste Charakter. So, Hopp setzt Urgel ein. Urgel. Geilster Pokémon-Name. Alles, was ich will, ist der Sieg. Ich verlasse mich auf mein Team. Seit wann hat er eigentlich einen Urgel? Riffax. Okay. Also ich weiß tatsächlich, dass er, wenn er Taucher einsetzt, dann taucht er in einem neuen Modus auf mit dem Fisch in der Fresse, genau. Und den spuckt er dann aus, sobald ich ihn treffe. Klar versucht jeder eine sehr effektive Attacke einzusetzen, wenn er die Chance hat. Flupp! Noch doof. Okay, macht sogar gar nicht mal so wenig Schaden. Verteidigung von Reflex sinkt. Alles klar. So. Salanga, das war diese Schlange, ne? Die ist die Boden? Ich bin mir gerade nicht sicher. Komm, Kotomi. Urgel klingt wie ein klassischer Username auf Twitch. Ja, da hast du recht, also. Urgel hat abonniert. Urgel folgt dir jetzt. Ba, ba, ma, ba, 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 ba.
Kranowitz hat jetzt ein komplett neues Team. Der Toxin. Er hat ein komplett neues Team dazu bekommen. What? Oh, er hat natürlich Statik. Natürlich. So, Toxel wird geheilt. Und nochmal Flammenrad. Vielleicht stirbt es sogar. Jawohl. Könntest du bitte nicht stärkere Pokémon? Gymsticks? Okay, da können wir draußen lassen. Ach, so wird es echt schwierig. Egal, Augen zu und durch. Ja, so darfst du nicht sehen. Du musst halt schon irgendwie eine bessere Strategie fahren, ne? Jetzt geben wir alles. Hier kommt unsere wilde, wuchernde Pflanzenkraft. Rasierblatt. Alles klar. 7 HP weg. Nein, ich bin paralysiert. Warum? Augen zu und hilft. Augen zu hilft nicht groß beim Treffen. Da hast du recht. Das ist wahr. Wobei er hat gerade einen Volltreffer gemacht. So, Kikilo Level 32. Wenn ich deprimiert bin, kann ich einfach nicht die richtigen Pokémon und Attacken auswählen. Tja, armer Hopp. Hat verloren. Mal wieder. Ich habe ein bisschen herumexperimentiert und meine Teamaufstellung geändert. Aber das hat es irgendwie auch nicht gebracht. Heißt das, ich bin wirklich ein Schwächling? Ja, nein, natürlich nicht. Mein Bruder ist für mich einfach der Coolste. Ich möchte auch so ein Trainer werden wie er. Deshalb will ich auf keinen Fall, dass die Leute nur wegen mir dumme Witze über ihn machen. Ich muss mehr experimentieren. Noch viel, 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 viel mehr. Ich werde mir ein Team zusammensuchen, das perfekt zu mir passt. Ein Team, das nur dank meiner ganz persönlichen Stärken als Trainer über sich selbst hinauswächst. Er hat Wulu gekickt. Ja. Die Jugend von heute. Bin übrigens gerade angekommen. Bei der Arena-Challenge sollte man für sich und seine Pokémon kämpfen, niemand sonst. Warum sorgt sich dein Freund so sehr über den Ruf des Champs? Jeder weiß doch, dass er unschlagbar ist. Wie dem auch sei, danke, dass du mir dein Können gezeigt hast. Hier, das ist für dich. Es hat was gekostet. Naja, ich drücke auf was. Na, eine Liga-Karte? Hör auf mit so einer... Ich brauche doch keine... Was? Markus, bist du das? Du meinst jetzt nicht links, ne? Das nehme ich dir übel. Als nächstes führt dich dein Weg ins Stadion von Passbeck. Viel Spaß bei der Arena-Challenge. Du wirst eh vor mir ankommen. So. Das Alter passt ja etwa. Ah. Ah. Bitte. Das sind Spieße. Und da waren Yakitoris drauf. Sehr lecker Hühnchen. Mit Teriyaki-Soße.
bin schon der Taxipilot beim Flugtaxi. Als kleines Dankeschön für dein Vertrauen möchte ich dir diese TM schenken. Fliegen! Yes! Braucht man zwar nicht, aber yes! Und eine neue TM. Markus zahlt mir gerade heim für all die sich wundern, warum er das genauso erklärt. Ja, genau. Ich habe mich jetzt gerade bei Asu gerecht. Der aktuell nicht so viel essen darf. Und Yakitora ist schon sehr, sehr lecker. Rissige Kanne. Diese spezielle Kanne löst bei einem bestimmten Pokémon die Entwicklung aus. Ich weiß auch bei welchem. Sie weist zwar Risse auf, aber das wirkt sich nicht negativ auf den Tee aus. Alles klar. Da kann ich runterhüpfen. So, Markus freut sich übrigens über alle Sprüche über sein hohes Alter. So hohe... Ich bin nicht alt. Also ich bin... Nein, ich bin nicht alt. Igel ist älter. Jetzt ruhig links, jetzt ruhig rechts. Ich passe auf, dass nichts anbrennt und nichts kleckst. Alter, okay. Beim Kochen kommt es auf die richtige Temperatur an. Zu hohe oder zu niedrige Hitze kann ein Gericht verderben. Muss ich auch beim... Nein, alles gut. Da ist ein Diktor. Da war ein Diktor. Das ist... Ah ja, wir haben Kampfarena. Bin ich stark genug? Ich muss mal kurz ins Pokémon Center. I must go to the Pokémon Center. And heal my Pokémons. Dann, heilen, bitte. Vielen Dank. Bitte beehre uns bald wieder. Das werde ich sicherlich machen. Und dann gehen wir... Ja, komm, gehen wir in die Arena. Sollte schon klappen. Sollte schon klappen. Balduin. Dein Beutel sieht aber schwer aus. Moment, da habe ich genau den richtigen Ball für dich. Hier, bitte sehr. Einen Schwerball. Ein Ball, der sich besonders gut eignet, um Pokémon mit einem höheren Körpergewicht zu fangen. Ja. Ein absolutes Muss für Freunde von Pokémon, die einiges auf die Waage bringen. Schon faszinierend, was so alles in einem Pokéball steckt, oder? Es gibt viele Arena-Challenger, die nach einer Weile das Handtuch geworfen haben. Gib niemals auf, hörst du? Ein neuer Challenger! Oh, den kenne ich aus dem Fernsehen. Ich trainiere mein Team, während ich mich der Arena-Challenge widme. Vielleicht sollte ich ein paar Pokémon aus meinem Team auswechseln. Radar! Radar! Du bist den ganzen Weg bis nach Passberg gekommen, jetzt musst du einfach gewinnen. Alles klar,